Ahmed Zahra sucht eine Wohnung. Er hat verschiedene Möglichkeiten. Er kann in der Zeitung Wohnungen finden oder im Internet. Er kann Freunde und Bekannte fragen oder bei einer Wohnungsbaugesellschaft suchen. Die bieten Wohnungen an, die nicht sehr teuer sind. Er kann an Universitäten oder in Supermärkten nach Aushängen suchen. Oder er beauftragt einen Makler, der für ihn eine Wohnung findet. Den muss er aber bezahlen. Es ist ganz schwierig, hier eine Wohnung zu finden. Besonders für die Leute, die nur auf das Jobcenter, auf das Sozialamt angewiesen sind. Zum Beispiel, wie der Fall bei mir ist. Und ich habe schon lange Zeit nach einer Wohnung gesucht, aber bisher keine Antwort oder eine Antwort mit einer Absage. Es gibt eben gerade für Leute, die nicht so viel Geld haben, geförderte Wohnungen, auch umgangssprachlich Sozialwohnungen genannt. Dazu ist allerdings aber ein Antrag notwendig, bei dem dann geprüft wird, ob das Einkommen innerhalb gewisser Grenzen liegt. Wenn das dann passt, dann bekommt man einen Nachweis. Das ist dann der sogenannte Wohnberechtigungsschein. Und wenn dann eine Wohnung frei wird, dann schlagen wir, also die Wohnungsvermittlung, dem Vermieter mindestens 5 Haushalte vor. Und der Vermieter wählt dann alleine aus diesen aus, wer den Mietvertrag kriegt. Und was natürlich wichtig ist, ist, nachdem viele Menschen auf eine geförderte Wohnung warten, dass man auch selber auf dem freien Wohnungsmarkt sucht. Ahmed Zahra hat eine Wohnung gefunden, die er sich ansehen möchte. Am einfachsten ist es für ihn, wenn er dem Vermieter eine E-Mail schreibt. Der erste Eindruck ist sehr wichtig, deshalb muss er einiges beachten. Der Vermieter möchte viel wissen. Wie viele Personen ziehen in die Wohnung ein? Ziehen Haustiere mit ein? Wie viel Geld verdienen Herr Zahra und die anderen Erwachsenen, die in die Wohnung einziehen wollen? Wo arbeiten sie? Denn der Vermieter möchte wissen, ob Herr Zahra die Miete bezahlen kann. Bekommt er Geld vom Jobcenter oder dem Sozialamt? Der Vermieter möchte auch wissen, warum Herr Zahra eine neue Wohnung sucht. Ganz wichtig sind auch die Kontaktdaten, also die E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Wenn Herr Zahra noch schreibt, dass er großes Interesse an der Wohnung hat und sich freut, den Vermieter zu treffen, macht er einen guten Eindruck. Ja, die E-Mail, die ich dem Vermieter geschrieben habe, hat ihm gefallen, deswegen hat er mich zu einem Besichtigungstermin eingeladen. Hallo, guten Tag, bitte schön, folgen Sie mir. So, wir fangen mit der Küche an. Bitte, schau ich mal. Ja, so wie es aussieht, dann muss ich auch die Küche mitbringen. Bei der Wohnungsbesichtigung gibt es ein paar Dinge, auf die Ahmed Zahra achten muss. Er sollte sich alle Räume in der Wohnung genau ansehen und Fragen stellen. Man sollte natürlich immer authentisch rüberkommen, ehrlich sein vor allem und es ist immer positiv, wenn man von sich selber aus erzählt. Wir werden natürlich auch Fragen stellen, das ist klar, wir haben eine Selbstauskunft, die man ausfüllen muss, da werden viele Fragen auch beantwortet, aber im Gespräch, wenn man das selber etwas sagt, ist es immer sehr gut. Als nächstes gehen wir ins Badezimmer. Okay, schau ich mal. Einige Fragen sollte Ahmed Zahra schon bei der Besichtigung stellen. Wie hoch werden die Nebenkosten und Betriebskosten sein? Also zum Beispiel das Geld für Heizung, warmes Wasser und Strom oder für die Müllentsorgung. Wie dick sind die Fenster? Kommt viel Lärm von draußen rein oder geht Wärme raus? Gibt es Schimmel in der Wohnung? Diese Fragen zum Mietverhältnis sind wichtig. Wann kann man in die Wohnung einziehen? Ist eine Küche im Mietpreis enthalten oder kann man sie vom Vormieter abkaufen? Kann man andere Möbel abkaufen? Auch Fragen zur Hausordnung kann Ahmed Zahra stellen. Wen können die Mieter bei Fragen und Problemen ansprechen? Gibt es einen Hausmeister? Auch die Miete ist ein Thema. Wer Geld vom Jobcenter oder Sozialamt bekommt, hat nicht automatisch schlechtere Chancen. Der Wohnungsmarkt ist natürlich sehr angespannt. Nichtsdestotrotz ist es bei uns so, dass wir natürlich wissen möchten, wird die Miete gezahlt? Das heißt, hier ist es auch so, dass die Miete gesichert ist durch die Zahlung durch Jobcenter, Sozialamt etc. Deswegen ist es bei uns kein Ausschlusskriterium, nein. Jeder hat ein Recht darauf, genug Geld zum Leben zu haben. Wer das nicht selbst verdienen kann, bekommt Hilfe. Wenn Sie nicht genügend Einkommen haben oder momentan gar keine Arbeit, kann das Jobcenter Ihre Miete ganz oder teilweise übernehmen.
bevor Sie eine Wohnung anmieten, ist es ganz wichtig, dass Sie zum Jobcenter hingehen oder dort anrufen und fragen, wie hoch die Mietobergrenzen in Nürnberg sind. Die Mietobergrenzen richten sich danach, wie groß Ihre Familie ist. Das heißt, wenn Sie alleinstehend sind, ist die Miete entsprechend niedriger oder wenn Sie mehrere Personen sind, entsprechend höher. Also ganz wichtig, bevor Sie einen Mietvertrag unterschreiben, wenden Sie sich bitte jeweils an das Jobcenter, damit das Jobcenter die Wohnung genehmigen kann. Das Jobcenter prüft dann, ob die Miethöhe angemessen ist, das heißt, ob sie noch in voller Höhe übernommen werden kann und auch, ob die Wohnungsgröße und die Ausstattung der Wohnung für Ihre Familie geeignet ist. Das heißt zum Beispiel, ob es auch ausreichend Kinderzimmer gibt. Auch die Stadt Nürnberg hilft Menschen mit wenig Geld. Sie können Wohngeld bekommen. Wer nicht viel Geld verdient und Miete zahlen muss, der sollte Wohngeld beantragen. Wohngeld ist ein monatlicher Zuschuss zur Miete, der einen dabei hilft, die Mietkosten zu tragen. Wer allerdings Leistungen vom Jobcenter oder Leistungen vom Sozialamt, sprich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhält, bekommt kein Wohngeld. Aber wichtig ist, Antragsformulare und Informationen gibt es bei der Wohngeldstelle oder im Internet. Viele Vermieter wollen vor oder nach der Wohnungsbesichtigung, dass Ahmed Sarah eine Selbstauskunft ausfüllt. Dort schreibt er noch einmal alle wichtigen Informationen auf. Zum Beispiel, wer zieht in die Wohnung ein? Woher kommt das Geld für die Miete? Hat Herr Sarah Schulden? Das war schon. Vielen Dank heute für das Besichtigen. Bitte schön, gerne. Überlegen Sie sich, ob die Wohnung für Sie in Frage kommt. Meine Kontaktdaten haben Sie und dann melden Sie sich. Natürlich mache ich. Ja, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.